Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fehlmäuse, zu Let's Play Delicious Emily's Christmas Carol. Wir sind in Kapitel 2, George Bahnhof, Level 14. So, machen wir doch mal das hier. Ne? Genau. Ja, ich weiß zwar nicht, wo die Jalousien sind, aber die haben wir schon mal schöner gemacht. Was ist in der Kiste? Psst, es ist ein geheimes Geschenk für meinen Ehemann. Ich habe auch ein Geheimnis. Psst, ich habe eine Sternschnuppe gesehen und mir etwas gewünscht. Nun, verrate auf keinen Fall, was du dir gewünscht hast. Sonst geht es vielleicht nicht in Erfüllung. Großes Lager. Oh, das verwenden wir doch gerne. Oh, wir können jetzt Pfannkuchen machen oder Krebs. Was ist das? Verwende nur zwei Plätze auf einem Tablett. Okay, das sollte kein Problem sein, denke ich. So. Oh, der möchte ja gehen. Ich dachte, hä, wieso ist der noch da? Der hat doch gerade bekommen, was er möchte. Oh, Butter, guck mal. Okay, die möchte auch zwei hiervon. So, bitteschön. Oh, guck mal, die strickt Socken. Wie schön ist das denn? Ich habe neulich erst eine Mütze gehäkelt. Vielleicht sollte ich auch mal Socken machen. Aber an Socken habe ich mich bis jetzt noch nicht hingetraut. Oh, die Maus ist da oben. Hingetraut. Das sieht so ein bisschen schwerer aus als eine Mütze, ne? So, einmal hiervon und dann hier. Bitteschön. So, hier ein bisschen Butter nachschütten. Ne? Und hier so hin und so. Oh, er kann jetzt putzen, okay. Heißt es, dass wir den als Putzfrau behalten? Oder wie sieht das aus? So. Aber jetzt, ne? Aha. Okay, also machen wir hier Pfannkuchen mit Ahornsirup. Zumindest denke ich, dass das Ahornsirup ist. So. Was wir jetzt machen müssen, ist das und das. Wir dürfen nur zwei benutzen. Das heißt, jo. Wir benutzen auch nur zwei. Das ist ja hier diese Challenge, ne? Dass wir nur zwei... Ja, ich weiß. Ich bin doch schon da. Ich mach doch schon. Ich kann ja nicht schneller, als ich schon mache, ne? Geht halt nicht. So. So, hier einmal ein Pfannkuchen. Einmal Butter draufgehauen auf den Pfannkuchen. Boah, auf Pfannkuchen hätte ich jetzt auch Lust, Mensch. Ich hatte schon ewig keine Pfannkuchen mehr. So. Es braucht eine Weile, bis man den... Hallo, ich habe da drauf gelegt, bis man den Tee macht. Ist das Tee oder Kaffee? Oder vielleicht Kinderpunsch oder sowas? Weiß ich gar nicht. So. Drei hier, eins hier und dann hier hin. Oh, das wird jetzt eine Challenge hier oben. Das sehe ich jetzt schon. Keksmix. Cool. Haben wir einmal freigeschaltet. Okay, ich sehe schon hier... Einmal die Getränke zuerst und dann das Futtern. So. Und so. Wohin will jeder Süßigkeiten? Hey, aber wirklich jeder heute. Gestern war es die ganze Zeit über diesen Tee oder Kinderpunsch oder was das ist und heute ist es einfach nur Süßigkeiten, ne? So. Und mit dieser absolut tollen Challenge hier oben können wir natürlich auch nicht alles auf einmal benutzen. Ne? Das ist natürlich so genial. Oder alles auf einmal mitnehmen. Da müssen wir alles nur zwei Stellen benutzen. Schade, Schokolade. So. Aber wir haben jetzt einen Diamanten erhalten. Sehr schön. Okay, weiter geht's.
Oh. Die Paige ist so süß. Gnädige Frau. Mary, erinnerst du dich? Nenn mich Mary. Wenn ich den Weihnachtsmann sehe, muss er dafür sorgen, dass mein Wunsch in Erfüllung geht mit Zaubersträußeln. Oh, er hat dir ein paar Zaubersträußel gegeben, oder? Er muss dich ja wirklich gern gehabt haben. Er teilt diese nicht oft. Du kennst die Zauberstreusel? Hä? Natürlich, so habe ich die Liebe meines Lebens getroffen. Vorsicht, wir sollten leise sein, Liebes, sonst wecken wir ihn noch auf. Die Mary ist richtig nett und die Paige ist so zuckersüß. Die ist wie Zuckerguss, die ist zuckersüß. So. Der George darf jetzt schneller putzen gehen, weil er ein Putzteufel ist. Putzteufel. Das ist lächerlich, Edward. Wir sollten jetzt alle zurück nach Snuggford fahren, bevor wir noch Weihnachten im Nirgendwo feiern. Hab ein wenig Vertrauen, Evelyn. Der Zug wird kommen. Meine Mutter ist, die Cousine meiner Mutter heißt Evelyn. Evelyn, sagten sie. Ich bin mir sicher, dass ich ihre Frau schon einmal getroffen habe. Ich denke, daran hätten sie sich erinnert, George. Guck mal, dieser Keksmix. Keksmix verwenden. Oh, guck mal, dieser Keksmix hier. Ich dachte, das andere war der Keksmix. Jetzt ist das der Keksmix. Okay. Neuer Tisch. Der war doch schon hier. Oder ist der... Ach nee, der ist größer geworden, glaube ich, oder? So. Was ist das? Habe immer ein Gericht auf Vorrat. Okay. So, da brauchen wir 9 Sachen davon. Dasselbe geht hiermit. Ich habe die Maus gehört, ich habe die Maus gefunden. So. Und bitteschön. Oh. Uiuiui. Okay, einmal alles hier von den Keksen. Einmal hier rein, dann hierhin und hierhin. Und schlag mich tot und hierhin und nochmal hierhin. So, dann brauchen wir noch 2 hiervon. Und die müssen dann hier hin. Und dann haben wir noch hier. Um Himmels Willen, so viel mehr. Oh ja, bitte. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe, kleine Junge? Siehst du das nicht? So. Okay. So. Und so. Und so. Bitteschön. Und hier ebenfalls. Die habe ich was vergessen. Ja, ja, ich weiß. Ich brauche die Butter. Okay, so. Und so. Und 2 hiervon. Freigeschaltet. Espresso. Oh, cool. So. Oh, da war auch noch 2 von. Okay, also jeder liebt diese Zuckerstangen. Ich glaube, in Amerika schmecken die Zuckerstangen nach Minze, aber hier schmecken die nur nach Zucker. Wobei, wir haben die eigentlich gar nicht so für Weihnachten, glaube ich. Zumindest habe ich das noch nie bei uns gesehen. Habt ihr über Weihnachten Zuckerstangen oder was habt ihr da? Schreibt das doch mal in die Kommentare rein. Weil ohne Witz, ich glaube, das ist nur was Amerikanisches, denke ich. Ich weiß nicht, ob die das in England haben, aber soweit ich weiß, nicht. Also wir haben das auf jeden Fall nicht. Wir haben keine Zuckerstangen. Wir haben, oh mein Gott, so viel Zucker für die Armen. Wir haben Christstollen, Plätzchen. Die will 3-mal hiervon. Und dann noch 1-mal hiervon. Was haben wir denn noch? Pfannkuchen? Nee, eher nicht. Würde ich jetzt nicht sagen. Pfannkuchen. Vanillekipferl. Ich weiß nicht, ob man das woanders so sagt. Verschiedene Kekse halt. Oh, guck mal, der will das da. So. Oh, wir sind schon fertig. Sag mal, das geht zu schnell. Okay, dann 3 hiervon. Ich habe schon gemerkt, die Älteren sind etwas geduldiger als die Jüngeren. Habe ich schon mitbekommen, ne? Das ist mir nicht unterlaufen.
So. So. Bitteschön. Dankeschön. Die Maus haben wir auch gefunden. Die Sendung mit der Maus. Delicious mit der Maus. Heute. Nur heute. Dann ist es also meine Aufgabe, Paige davon zu erzählen, dass dieser Weihnachtszug nicht kommt. Komm schon, Evelyn. Du glaubst doch auch noch an Weihnachtswunder. Selbstverständlich tue ich das nicht. Ich bin schließlich erwachsen. Nun, ich bin auch erwachsen und dennoch glaube ich an den Zauber von Weihnachten. Schön für Sie. Leider lebt der Rest von uns in der realen Welt. In der wir Weihnachten nicht feiern, indem wir auf einen blöden Zug warten, der nie kommen wird. Was sage ich, George? Daran hätten Sie sich erinnert. Alles klar. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt genug für die Emily. Nein! Okay, wir brauchen noch einen für die Emily. Noch einen. Gut, Level 16. Das geht noch rein. Das geht noch rein. Okay, was ist das? Diese zauberhaften Dekorationen erhöhen die Punktzahl, die du für jede Combo erhältst. Nö, wir warten jetzt, bis wir das hier kriegen. Wobei, das wäre gut. Am Tresen, damit die da so ein bisschen geduldiger werden, ne? Ganz kleines bisschen. Mary, ich habe eine Frage. Weißt du, wo der Weihnachtsmann lebt? Klar weiß ich das. Obwohl er nicht oft zu Hause ist. Die Weihnachtszeit ist immer recht hektisch. Das kenne ich nur zu gut. Psst, Mama, wir wollen ihn doch nicht aufwecken. Ihre Tochter ist wirklich ein Engel. Dankeschön. Da ist er so abgeschnitten, ich sehe den gar nicht. Espresso. Auslaufsicher. Jawohl. Jawohl. Das heißt, wir können den jetzt einfach hier so machen. Wecke den schlafenden Mann nicht auf. Und dann können wir das so lassen, bis wir das brauchen. Hallo, wie sagenhaft ist das denn bitte? Das ist so sagenhaft. Das ist so genial. Oh. Ach, das macht die Page. Okay, dann müssen wir da ja nichts machen. So, wir können hier nur diese Sachen aufmachen, ne? So, einmal Butter hier. Ich hasse, wenn ich Essensspiele spiele, wenn ich hungrig bin. Dann will ich auch immer die Sachen essen, die hier... habe ich da was verpasst? Ich glaube schon. Eieieiei, das war aber sehr ungeschickt von mir. So, ich weiß. Tut mir leid. Ich habe doch jetzt diesen tollen Mülleimer gekauft. Wieso funktioniert der denn nicht? So, du gehst mal bitte hier hin. Haben wir zwei hiervon. Hiervon. Das kommt wieder davon, wenn man mehr redet als denkt. Okay, so. Der George geht hier hin. Qualitätscola. Oho! Upgrade. Ganz schick. Qualitätscola. Wir trinken jetzt nicht mehr die billige Cola vom Aldi oder vom Lidl. Wir trinken jetzt die teure Cola vom Edeka. Okay, so. Hierüber und hierüber. Und hier, bitteschön. Oh, die braucht noch Butter, Mensch. Das ist so genial. Das ist so ein Traum. Ich glaube, ich kann nicht mehr ohne diesen Kaffee, den man nicht mehr verschütten kann. Ich kann einfach nicht mehr ohne den jetzt. Das wird so ein Horror, wenn wir ein neues Spiel entern. Also, ein neues Level entern, in Kapitel 3 dann. Oh nein, ich hab's verpasst. Was für ein Unglück. Oh, ich hab was vergessen. Oh, hätte ich gleich zwei mitnehmen sollen. Ach, guck, da hat's doch geklappt. Na, das ist ja okay dann. Ja. Sei doch nicht so, ich hab die Maus verpasst, okay. Das ist viel schlimmer als du da mit deinen 5 Minuten, die du da warten musst. Nicht mal 5 Minuten. Oh, hier ist die Uhr. Okay, wir haben jetzt einmal das hier. So, dann können wir das wieder anmachen. Dann haben wir 3 hiervon und 2 hiervon. So. Und so. Und so. Okay. Dann hier noch, ne? Und so.
Oh, einen Koffer. Ja, bitteschön. Einen Koffer. Ein Koffer kommt sofort. Ich habe die Maus gehört. Wir haben die Maus. Juhu. Es wäre so schade gewesen, wenn die Maus nicht gekriegt hätten. So, hier einmal das bitte. Dankeschön. Oh, das hat sich sowieso gelohnt gerade. Das haben wir sowieso gebraucht. Wisst ihr, was das Beste ist? Krebs und Nutella. Ganz ehrlich, das Allerbeste, Krebs und Nutella. Oder Krebs oder wie auch immer das heißt. Ach, ihr wisst schon, der flache Pfannkuchen halt. Der flache, süße Pfannkuchen. Den man an Weihnachtsmarktständen, nicht nur Weihnachtsmarktständen, eigentlich nur im Winter. Nur wenn es Winter ist, kriegt man das. Oder nein, stimmt eigentlich gar nicht. Im Sommer kriegt man es auch. So. Und so. Schwupp. Jewupp. Drei Sterne erreicht. Juhu. Und wir sind auch schon fertig. Wow, das ging schnell. Es geht immer schneller und schneller. So. Hier, bitteschön. Was möchte der Herr? Der Herr möchte Kekse. Oh, ich habe noch gar keine Kekse gebacken, Mensch. Ich habe früher immer total geliebt, Kekse zu backen, aber dieses Jahr habe ich noch keine Pe Kekse ge ge gebacken. So. Und so. Sehr schön. Level abgeschlossen. Emily, hast du unsere Tickets griffbereit? Ich dachte, dass ich sie dir gegeben hatte. Warum? Warum? Die Tickets werden benötigt, um zum Weihnachtsmann zu kommen. Schließlich reden wir hier von einer Zugreise. Es will doch niemand aus dem Zug geworfen werden. Heißt das, dass man uns mitten im Nirgendwo einfach zurücklassen würde in der eisigen Kälte? So etwas in der Richtung, ja. Und wir würden tagelang oder sogar wochenlang niemand kontaktieren können? Ja. Kein Weihnachten? Genau, kein Weihnachten. Was? Patrick, hat Emily sie dir gegeben? Ich mache nur einen Spaß. Es ist nicht zu kalt. Ich auch, die Tickets sind hier. Ein Herzinfarkt überlebt. Okay. Aber jetzt sollten wir genug haben. Tatsächlich. Pages Mama Emily kann es gar nicht erwarten, ihr kleines Mädchen endlich in der Schulaufführung zu sehen. Sammle 8 Diamanten, um sicherzustellen, dass Emily einen Sitzplatz in der ersten Reihe hat. Du hast Emily eingeladen und sie freut sich schon ungemein auf die Schulaufführung. Cool. Jetzt brauchen wir nochmal 8 für den Vater. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, um ein Teil der Fledermaus-Familie zu werden. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, warum ihr denkt, dass die Mary so nice zu der Paige ist. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!